Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, eine der größten Aktionärsgemeinschaften in Deutschland. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir heute eingeschaltet sind zwei prominente Gäste. Da hätten wir zum einen Herr Professor Dr. Peter Bofinger, einer der bekanntesten Ökonomen in Deutschland, und zum anderen Roman vom Blocktrainer-Kanal, der Experte, wenn es um das Thema Bitcoin und Co. geht. Hallo zusammen, vielen Dank, dass Sie sich heute eingeschaltet haben. Hi Paul, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, zu Beginn wollen wir vielleicht kurz einen Blick drauf werfen, was ist überhaupt der Bitcoin, was ist die Blockchain-Technologie, und dann werden wir natürlich eine rege Diskussion starten. Die meisten ahnen, vermuten oder wissen es, wir haben mit Professor Dr. Bofinger eine Person, die sich grundsätzlich Bitcoin-kritisch äußert, und mit Roman natürlich eine Person, die tief in die Materie eingestiegen ist und der vollen Überzeugung, dass Bitcoin die Zukunft ist. Roman, kannst du beginnen und uns ein wenig über die Basics erzählen? Was ist überhaupt Bitcoin und was ist die Blockchain-Technologie? Ja, Bitcoin ist ein dezentrales Geld. Das bedeutet, es ist ein Wertespeicher, bei dem viele Teilnehmer dieses Netzwerks die gesamte Historie und den gesamten Bestand kennen. Das macht eine Manipulation nahezu unmöglich und schafft einen Aufbewahrungsplatz, der halt einmalig ist. Bitcoin ist nämlich begrenzt auf maximal 21 Millionen Stück, und das schafft es, dass das, was wir dort an Werte oder an geleisteter Arbeit in diesem Netzwerk ablegen, nicht entwertet. Im Vergleich zu zum Beispiel Fiat-Währungen ist es so, dass dort Zentralbanken ständig neue Währungen erschaffen oder die Menge zumindest ausweiten. Das kann auch zum Beispiel in Form von neu erschaffenen Krediten passieren, wo dann wirklich neues Geld in den Umlauf gelangt, und das entwertet das bereits vorhandene Geld auch bei den Sparern. Und Bitcoin ist somit ein Wertespeicher, der halt sehr gut funktioniert. Im Vergleich zu Gold vielleicht nochmal, auch Gold ist nicht limitiert. Wir werden immer wieder neues Gold auch aus der Erde holen. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal Gold aus dem Weltall holen in ferner Zukunft. Und allgemein ist es sehr schwierig, Gold zu digitalisieren, denn wir müssen immer wieder Vertrauensstellungen haben, die dann zum Beispiel Zertifikate auf Basis von Gold ausgeben. Und auch die könnten manipulieren und könnten die Goldmenge so immens ausweiten, ohne dass es tatsächlich mit Gold eine Deckung gibt. Und das sehen wir auch eigentlich heute schon bei aktuellen Zertifikaten. Das heißt, Bitcoin schafft eine digitale Seltenheit und schafft eine Seltenheit, wie wir sie eigentlich als Menschen vorher noch nie erfahren haben. Herr Bofinger, in einem Interview mit NTV bezeichnen Sie Bitcoin als ein in Nebel gehülltes Spielgeld. Wenn wir uns das jetzt anhören, was Roman sagt, dann klingt das ja eigentlich genau andersrum. Also maximale Transparenz in diesem Bitcoin-Netzwerk und eine Dezentralität. Wie kommen Sie dennoch zu dieser Aussage, dass es sich um ein in Nebel gehülltes Spielgeld handelt? Ja, es ist ja so, Bitcoin ist das einzige private Finanzaktivum, wo derjenige, der das erwirbt, einen Anspruch auf nichts hat. Wenn Sie eine Aktie kaufen, haben Sie einen Anspruch auf die Dividende, und wenn Sie viele Aktien kaufen, gehört Ihnen das Unternehmen. Wenn Sie eine Anleihe kaufen, haben Sie einen Anspruch auf Zinsen. Und natürlich muss derjenige, der die Anleihe begibt, Ihnen das Geld auch wieder zurückbezahlen. Bei Bitcoin haben Sie einen Anspruch auf nichts. Und Bitcoin ist eigentlich ein gigantisches Bereicherungsprogramm der Menschen, die dieses ganze System gestartet haben. Denn die schaffen die Bitcoin am Anfang, konnten ja mit ganz geringem Aufwand geschaffen werden. Der Schwierigkeitsgrad von Bitcoin war am Anfang 1, heute ist er mehrere Millionen. Das heißt, diejenigen, die das System geschaffen haben, konnten sich relativ leicht die Bitcoin verschaffen und machen ein Riesengeschäft, weil sie die Bitcoins, die sie zu null geschaffen haben, und zum Riesengeld verkaufen können. Und deswegen halte ich das überhaupt für keine besonders gute Idee. Und diese Wertspeichergeschichte, die jetzt, man sagt, naja, das ist ja begrenzt, die Zahl der Bitcoins im Umlauf, und das garantiert Wertstabilität. Da ist der Denkfehler, dass es natürlich viele Kryptowährungen gibt. Bitcoin ist ja nicht die einzige. Und da ist ein Wettbewerb zwischen diesen Bitcoin, zwischen den Kryptowährungen. Das heißt, es kann jederzeit eine andere Kryptowährung kommen, die viel attraktiver ist. Und es ist richtig, dass der Umlauf von Bitcoin begrenzt ist, aber die Anzahl der Kryptowährungen ist unbegrenzt. Und deswegen ist das überhaupt kein stabiler Wertspeicher. Und die Analogie zu Gold ist falsch, weil eben bei Gold keine neuen chemischen Elemente aufkommen, die gleiche Qualität wie Gold haben. Und deswegen meine ich, kann das jederzeit passieren, dass Bitcoin vollkommen implodiert
dass ganz andere Kryptowährungen kommen. Und deswegen würde ich das niemand als Wertspeicher empfehlen. Die staatlichen Währungen sind relativ stabil gewesen in den vergangenen Jahren. Wir haben eine Inflationsrate von etwa 2% gehabt. Ich glaube auch nicht, dass sich das grundlegend ändern wird. Und wer jetzt vor ein paar Wochen Bitcoin gekauft hat, der hat einen großen Teil seines Vermögens bereits verloren. Und deswegen meine ich, wer Bitcoin kauft, sollte wissen, das ist eine Art von Roulette-Spiel. Da kann man Spaß dran haben. Man kann natürlich, wie beim Roulette, relativ viel Geld relativ schnell bekommen, aber man kann auch relativ viel Geld relativ schnell verlieren. Und deswegen ist wichtig, wenn ich das kaufe, ich habe einen Anspruch auf nichts. Und deswegen kann der Wert jederzeit gegen Null gehen. Hier wird der Denkfehler gemacht, dass Bitcoin etwas ist, was wir in anderer Form, in anderer Kryptowährungsform einfach kopieren könnten. Und das ist nicht der Fall. Das ist genau das, was Bitcoin geschafft hat, eine digitale Seltenheit, die es vorher nicht gegeben hat. Es gibt viele andere Konzepte, andere Kryptowährungen, die aber nicht das schaffen können, was Bitcoin geschafft hat. Bitcoins Besonderheit ist der Energieverbrauch und Energieverbrauch über einen gewissen Zeitraum. Das bedeutet, Energie als Grund Ebene allen Lebens, jeder Bewegung, allem, was es gibt in diesem Universum, ist unveränderbar. Das heißt, wir können keine Energie aus dem Nichts erschaffen, wir können auch keine Energie vernichten. Das ist ja die Thermodynamik und der Energieerhaltungssatz, die hier greifen. Das bedeutet, Bitcoin zu erzeugen, erfordert ein hohes Maß an Energie. Und um diese Energie zu akquirieren, muss ich Arbeit leisten. Und das ist etwas, was sich nicht faken lässt. Ich kann bei einem anderen Konzept, wie bei einem Ethereum, wenn wir jetzt auf so ein sogenanntes Proof of Stake gehen, rein theoretisch irgendwann über einen langen Zeitraum als Nation, als Land einen Großteil der Coins akquirieren, sammeln, in Form von Steuern einnehmen, wie auch immer, und kontrollieren. Und wenn ich über 50% des gesamten Supplies habe, könnte ich hier Regeln in dem Netzwerk ändern und würde mich sogar tarnen als eine dezentrale Masse. Das ist eine super gefährliche spieltheoretische Gefahr und diese Gefahr birgt Bitcoin nicht. Ein dezentrales Netzwerk Bitcoin ist meiner Meinung nach einmalig, denn um diese Dezentralität zu schaffen und diese wirklich Unabhängigkeit, muss Bitcoin im Anfangsstadium oder die jeweilige Kryptowährung angreifbar gewesen sein. Das war Bitcoin und zu dem Zeitpunkt hat halt niemand einen Blick für Bitcoin gehabt und da kam auch kein Staat, kein Unternehmen auf die Idee, das Netzwerk zu zerstören oder zu übernehmen. Und heutzutage, wenn man jetzt so ein Projekt startet, passiert das im laufenden Band, auch bei vielen kleinen Projekten. Also beispielsweise Ethereum Classic, welches relativ wenig von dieser Arbeitsleistung akquiriert hat, wo es wenig Teilnehmer gibt, passieren solche Angriffe hin und wieder. Letztes Jahr alleine 3, da wird dann die Historie verändert. Das heißt, Bitcoin hat schon was geschafft, was es nicht wieder geben wird wahrscheinlich und was auch in dieser Form sich eigentlich an den Grundprinzipien allen Lebens bedient, an Energie und Zeit. Und wo wir auch sagen müssen, da können wir keine Ebene mehr drunter, um was Besseres zu schaffen. Und davon ausgehend muss man halt sagen, was Bitcoin eigentlich schafft, ist eine Sicherheit zu erzeugen, die wir in dieser Form noch nie hatten. Es gibt keinen Staat, keine Nation, kein Unternehmen, es gibt keine Kraft der Welt, die als zentrale Einheit dieses Netzwerk übernehmen könnte oder Regeln ändern könnte. Genau das ist die Sicherheit, die wir bei Bitcoin haben. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was ist unser Anspruch bei Bitcoin? Dann ist es die Bitcoin selber. Wenn wir einmal Bitcoin bekommen haben, kann uns die niemand mehr wegnehmen. Nie wieder. Das heißt, wir haben unsere Satoshis bei uns auf der eigenen Wallet zu Hause liegen. Wir brauchen keiner Zentralbank vertrauen. Wir brauchen nicht darauf vertrauen, dass die Zentralbank in irgendeiner Krise einfach mehr Geld erzeugt, um irgendwelche großen Unternehmen zu retten. Wir brauchen keinem Land vertrauen wie der USA, die eine World Reserve Currency stellen und andere Länder zensieren von ihrem System, vom SWIFT-System ausschließen, ein sogenanntes Deplatforming als Angriff starten. Wir haben diese Vertrauensinstanzen nicht mehr. Bitcoin schafft es, ein globales Geld zu sein mit einer Infrastruktur, die nicht ausfällt, seit 12 Jahren durchgehend läuft und absolut sicher ist. Wir schaffen ein Netzwerk, wo wir innerhalb von 10 Minuten Milliarden oder Billionen Beträge rund um die Welt schicken können mit einer absoluten Sicherheit, ohne dass wir in irgendeiner Form einer anderen Entität in diesem Netzwerk vertrauen müssen, ohne dass wir auf Realweltgesetze angewiesen sind. Und das beweist Bitcoin seit 12 Jahren. Und genau das macht Bitcoin so besonders und auch einmalig. Und da wird es auch keine andere geben, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, die das ablöst. Hier muss man dazu sagen, ich gehe davon aus, dass es niemals passiert, aber man darf eigentlich nie sagen, dass irgendwas zu 100% sicher sei. Also es könnte sein, dass jetzt in 5 Minuten die Sonne explodiert. Es gibt dafür eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit und ungefähr so hoch sehe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal ein Netzwerk wie Bitcoin auf die Beine stellen. Ja, ja, die Frage ist einfach, stimmt das, dass niemand in der Lage ist, ein ähnliches Netzwerk zu schaffen? Und ich meine, der Energieverbrauch ist ja nichts Positives an Bitcoin, sondern eine Katastrophe. Nicht, dass ich ein System habe, das unglaublich viel Energie verbraucht. Und die Frage ist, wofür? Ist das denn wirklich so eine tolle Sache, diese Bitcoins zu halten? Also als Wertspeicher ist es extrem instabil. Und da muss man wirklich Spaß haben am Roulette haben. Das gut ist. Als Zahlungsmittel ist extrem ineffektiv. Die Zahlungen,
die das System bewältigen kann, sind weitaus geringer, als wenn Sie jetzt so ein Visa-System nehmen oder ein Mastercard-System nehmen. Also als Zahlungssystem ist es überhaupt nicht besonders gut. Okay, lassen Sie uns kurz über den Punkt reden, dass wir nicht so viele aufmachen. Ja, aber gerne. Aber zunächst mal, was spricht dafür, dass man dieses System nicht einfach nochmal macht? Ich meine, wir haben technischen Fortschritt, wir haben gerade im ganz digitalen Bereich tut sich so viel. Also sagen, das ist einmalig, sowas kann keiner mehr machen, das leuchtet mir hinten und vorne nicht ein. Ja, und sobald eben, der Wettbewerb ist ja da, es ist ja nicht so, dass Bitcoin unangefochten ist und wir sehen ja, dass andere Kryptowährungen auch sehr stark gestiegen sind und es ist jederzeit die Möglichkeit da, dass die Leute auf die anderen Kryptowährungen gehen und das Interesse an Bitcoin dann einfach zusammenbricht. Das ist einfach, klar, es ist eine Glaubensgemeinschaft, was sie haben. Also wir glauben, dass das so ist, wenn sie das alle glauben, dann reicht das eine Zeit lang, das kann ja durchaus sein. Aber wenn der Glaube kann auch jeden Moment zusammenbrechen und dann steht man fest, ich habe einen Anspruch auf nichts. Und das ist ja wirklich das Entscheidende. Was ist das ökonomisch? Das ist ein Anspruch auf nichts, auf gar nichts. Und es steht eben auch kein Staat dahinter, der dafür sorgt, dass diese Bitcoin angenommen werden. Ich meine, niemand kann jetzt gezwungen werden, Bitcoin anzunehmen, wenn ich jetzt irgendwas einkaufen will. Und wenn das ist ja das Entscheidende, was kann ich damit kaufen? Und niemand keinen Zwang haben, wie das bei dem staatlichen Geld ist, das auch angenommen wird, dann kann das eben einfach, kann es einfach zerplatzen in eine große Seifenblase. Okay, also um auf den Punkt zurückzukommen, was die Transaktionsmengen angeht, das Bitcoin-Netzwerk ist als Settlement-Netzwerk zu verstehen. Wir gehen ja auch nicht mit Fatwire hin und machen dort unsere Dollar-Transaktionen, sondern wir machen sie bei Visa. Und bei Visa speichern wir aber auch kein Geld in dem Sinne oder erstellen das Geld, sondern transferieren es lediglich. Wo wir Bitcoin transferieren, ist völlig egal. Das heißt, wir können auch tatsächlich Visa benutzen, um Bitcoin zu übertragen oder PayPal, wie es mittlerweile in den USA passiert. Oder sogar so ein, ja, man sieht es jetzt in der Kamera nicht hier, aber ich denke später in der Aufnahme, das ist eine sogenannte Full Node, das ist ein Raspberry Pi, mit der Platte kostet das ganze Gerät um die 200 Euro und damit habe ich die gesamte Bitcoin-Historie, die es jemals gab, plus ich habe ein Lightning Network, das ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk, bei dem ich bis zu 1 Million Transaktionen pro Sekunde mit einem anderen Teilnehmer austauschen kann, Bitcoin austauschen kann, das ist gar kein Problem. Also die Transaktionsmengen sind nicht das Thema, das Settlement Layer ist bewusst langsam und genau hier kommen wir zum großen Punkt, denn die Annahmen, die sie stellen und wo sie immer wieder an den Punkt kommen, dass sie das für Zockerei sehen, entsteht immer dort, weil sie nicht verstehen, dass Bitcoin eine Seltenheit definiert, die nur deswegen da ist, weil wir keine Vertrauensparteien haben. Also wir haben dort keine exponierten Machtinstitute oder Entitäten, die in diesem Netzwerk eine Kontrolle oder ein Vertrauen schaffen müssen. Dieses Netzwerk vertraut sich deswegen, weil wir auf diesem Netzwerk vertrauen und das ist halt etwas, was auch keine andere Kryptowährung in dieser Form schafft. Es könnte ja durchaus sein, dass eine andere Kryptowährung vielleicht größer wird als Bitcoin. Das stelle ich gar nicht in Frage. Ich stelle aber in Frage, ob diese andere Kryptowährung ihre Seltenheit in dieser Form so definieren kann wie Bitcoin, eine Zensurresistenz so definieren kann wie Bitcoin. Denn mit diesem Gerät, was knapp 200 Euro kostet, kann ich überall auf der Welt einen eigenen Knotenpunkt machen, jede einzelne Bitcoin-Transaktion, die es jemals gab, selber verifizieren und auch in diesem Netzwerk dementsprechend nachhalten, gibt es wirklich nur 21 Millionen Bitcoin. Während ich bei einer Zentralbank immer darauf angewiesen bin, dass sie mich als Entität zulässt, so wie das teilweise ein ganzes Land wie die USA mit anderen Ländern macht und diese von ihrem Zahlungssystem ausschließt. Das sind ja katastrophale Zustände, die wir nie wieder auf dieser Art und Weise behoben bekommen. Und kein Land kann sich gegen die USA stellen, weil die Gefahr droht, man wird auch von der Party ausgeladen. Bitcoin schafft ja eine globale Alternative, die mittlerweile Länder wie der Iran für sich erkennen, wo sie sagen, hey, wir können dieses Netzwerk nutzen, weil es ist sicher genug, dass wir internationalen Handel damit betreiben. Und das ist halt etwas, es geht hier nicht um eine Zockerei, es geht darum, dass ein Satoshi, also die kleinste Einheit von Bitcoin, immer ein Satoshi sein wird. Also immer wird ein Bitcoin ein 21 Millionstel von allen Bitcoin sein. Und da gibt es niemanden, keine Kraft der Welt, die das verhindern kann. Und es geht hier nicht um den Glauben, es geht hier um Vertrauen. Und das Vertrauen in diesem Netzwerk entsteht durch den Energieverbrauch. Denn je mehr Energieverbrauch in diesem Netzwerk herrscht, desto schwieriger für eine einzelne Entität, mehr Energieverbrauch aufzuwenden als der Rest der Welt. Genau das macht die Sicherheit von Bitcoin aus. Und natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt vor 3 Monaten oder so, oder ja, nee, dann bin ich sogar im Plus, wenn ich vor einem Monat investiert habe und jetzt der Kurs runtergefallen ist, dann bin ich jetzt aktuell vielleicht im Minus. Ich war auch 2018, wenn ich dort zum damaligen Höchststand $20.000 gekauft habe, quasi 3 oder 4 Jahre lang im Minus und habe dann jetzt zum Höchststand aber mein Geld verdreifacht.
Welche Aktie oder so hat mir das gewährleistet? Und auf die Historie von 12 Jahren gesehen, hat Bitcoin pro Jahr eine Performance von 200% hingelegt. Und natürlich bewegt sich alles in Wellen. Das ist unter anderem ja auch eine Folge unseres inflationierenden Geldsystems. Boom- und Bust-Phasen kommen nun mal daher, dass wir Geldmengen im Umlauf verändern. Und dass die Inflation bei 2% liegt im Fiat-System, kann ich so auch nicht unterschreiben. Das mag vielleicht der doch sehr fragwürdige Warenkorb so darstellen. Tatsächlich ist es so, dass man immer weniger für sein Geld bekommt beim Einkaufen gehen und im schlimmsten Fall aber sogar Assets, Rohstoffe, Immobilien, alles an Preisen extrem eskaliert, wo man damals als Mittelstand problemlos eine Immobilie bauen konnte und die im Laufe seiner Arbeitszeit, die man in seinem Leben hat, auch abbezahlen konnte, wird das heute zunehmend schwieriger. Diese Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und das sind alles Zustände, die Bitcoin damit verhindern kann, indem das gesparte Geld nicht ständig entwertet wird. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe hier Bitcoin nicht als eine Zockerei, sondern als den stabilen Layer schlechthin. Ja. Da bringen Sie jetzt einiges durcheinander. Also das eine ist zunächst mal, dass unser Geldsystem in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil war. Ja, ich meine, dass Inflationsmessung auch vollkommen korrekt ist und man behauptet, man müsse jetzt Immobilien in den Preisindex reinbringen. Das wäre das Gegenteil, denn wer vor 10 Jahren sich eine Immobilie gekauft hat, hat umsonst gewohnt. Von daher wäre die Inflationsrate viel niedriger. Also das passt nicht so richtig. Und nochmal, natürlich ist die Menge der Bitcoin begrenzt, haben Sie ja recht. Aber das setzt eben voraus, dass die Leute nicht irgendwann sagen, ich will eine andere Kryptowährung. Ich meine, das ist doch überhaupt kein Grund, dass man jetzt bei den Bitcoins hängen bleibt. Wie gesagt, es gibt ja Wettbewerb, es tut's hier einiges. Also die Analogie ist einfach falsch zu sagen, es gibt nichts anderes als Bitcoin. Es gibt die anderen, die sind auch erfolgreich, die haben gute Kursentwicklung und es kann eben einfach sein, dass die Leute irgendwann Bitcoin wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Aber es geht hier nicht um eine Kursentwicklung. Mit dem Zahlungssystem noch, wenn Sie sagen, ja, das geht alles über Visa, dann ist das eben nicht das Bitcoin-System, sondern es ist das Visa- oder PayPal-Zahlungssystem und die nutzen einfach nur da hängt sich das Bitcoin dran. Aber das Zahlungssystem selber, weil Sie reden jetzt ja in einer Art Weise, als könnte Bitcoin die reguläre Währung ersetzen. Das ist ja Ihr Punkt. Nicht? Sie sagen ja, das ist ein Ersatz für den Dollar, für den Euro. Und dann müsste das wirklich auch ein Zahlungssystem sein, das für sich diese ganzen Transaktionen bewältigen kann, die wir derzeit in der Welt bewältigen können. Und wenn das alles über Visa läuft, ist eben Visa und es ist nicht Bitcoin. Und also von daher... Nein, das kann über Visa laufen. Sie müssen ja das als Zahlungssystem für den Alltag sich überlegen. Wenn ich jetzt mal in den Supermarkt gehe und kaufe da irgendwie für 5 Euro Brötchen oder sonst irgendwas, ja, und das alles über Bitcoin laufen zu lassen, das glaube ich nicht, dass das geht. Ja, das es geht über verspreche ich Ihnen aber, denn ich kann die nochmal hochhalten hier, das geht ja heute schon. Ich mache das. Im Supermarkt. Zum Beispiel, ja? Ja, das ist kein Problem. Sehen, wie das geht. Würde ich gerne mal sehen, wie Sie das in der Schlange machen, wenn Sie Ihr Gerät da machen. Und die Zahlungssysteme, dass Bitcoin da mitlaufen kann, ist keine Frage. Aber es ist ja nicht das Bitcoin-Zahlungssystem, sondern die anderen Zahlungssysteme. Nein, mein Lightning-System ist Bitcoin, definitiv. Ja, dann zeige ich es nochmal. Dann bin ich gerne mal bei Ihnen jetzt, gehe gerne mit Ihnen mal in den Supermarkt und schau mal, wie Sie da jetzt Ihre Brötchen einkaufen. Bin ich mal gespannt. Machen wir. Herr Bofinger, wenn ich nochmal nachhaken darf, verstehe ich das richtig, dass Ihre Kritik jetzt gar nicht direkt gegen Kryptowährungen geht, sondern Sie können sich grundsätzlich vorstellen, dass Kryptowährungen neben dem Fiat-Geldsystem existiert, es vielleicht sogar ablöst, aber nur den Bitcoin sehen Sie kritisch. Ist das richtig? Nein, weder noch. Also zunächst mal in meinen Augen, um das mal auf den Anfangspunkt zu bringen, Bitcoin ist ein unglaubliches Bereicherungsprogramm der Menschen, die das System geschaffen haben. Weil ich am Anfang für ein Apple und Ei Kryptowährung Bitcoin schürfen konnte, der Schwierigkeitsgrad in den ersten Jahren war minimal. Heute ist er mehrere Billionen. Das heißt, die Leute, die das System geschaffen haben, waren klug genug, würde ich mal vermuten, wenn sie so ein kluges System geschaffen haben, dass sie sich am Anfang fett eingedeckt haben mit diesen Bitcoins und machen jetzt ein Riesengeld. Und das finde ich grundsätzlich mal ein Problem bei Kryptowährung, dass man einen Anspruch auf nichts, dass man das schafft, Leute dazu zu bringen, dass es einem gutes Geld gibt. Ist doch fantastisch. Ich mache ein Monopoly-Geld. Und die Leute geben mir tolles Geld dafür. Also jeder, der das schafft, das zu initiieren, macht eine fantastische Abzocke. Und das Tolle ist, ist ja auch egal. Das ist ja auch toll, wenn ich jemandem was gebe und sage, das ist ein Anspruch auf nichts. Bist du bereit, mir dafür Geld zu geben? Super. Aber das ist doch kein Anspruch auf nichts. Und das ist doch das Tolle. Ich kann niemand jetzt, die Leute, die das geschaffen haben, kann ich nie verklagen, weil die haben von Anfang an gesagt, das ist ein Anspruch auf nichts.
Und das stört mich an der Kryptowährung, dass einfach Menschen es schaffen, Ansprüche auf nichts für gutes Geld an andere Leute zu verkaufen. Und natürlich, wenn die alle dran glauben, dann hilft das, dann geht das eine Zeit lang. Aber es sind immer die, je später man einsteigt, desto blöder ist man. Ja, desto mehr zahlt man für etwas an die in frühen Phasen eingestiegen sind. Und das ist ein Bereicherungsprogramm und das sind alle Kryptowährungen. Und das muss man erstmal sehen. Und deswegen, das stört mich an dem Ganzen, ja. Aber ich kenne viele Leute, dazu ist es noch eine gigantische Umweltzerstörung, die damit gemacht wird. Damit dieses Bereicherungsprogramm funktioniert, brauche ich, wie ja gerade gesagt wird, brauche ich riesige Energiemengen. Und daran habe ich da nicht echtes Problem damit. Und bei den Problemen zu bleiben, natürlich kann ich mit Bitcoin auch Transaktionen machen, die ich sonst nicht machen dürfte, die der Geldwäsche unterliegen und sonstige Dinge. Ich kann also kriminelle Aktivitäten damit machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das reguliert. Denn das ist ja eine Attraktion von Bitcoin, dass ich jetzt noch dran, wie Sie das sagen, kann da mal locker eine Million oder mehrere Millionen durch die Welt schieben, ohne dass irgendjemand das sieht. Und das macht es natürlich auch attraktiv, aber das sollte vielleicht ja auch nicht sein. Also das ist tatsächlich mit Bitcoin nicht möglich. Genau so ist der Silk Road Drogenhandelsplatz aufgeflogen damals, der größte Drogenhandelsplatz im sogenannten Darknet. Also es ist tatsächlich nicht möglich, einfach solche Summen zu verschieben mit Bitcoin. Ja. Und die meisten illegalen Transaktionen werden nach wie vor mit Fiat-Geld gemacht, US-Dollar und auch mit Euro. Und es ist auch nicht korrekt zu sagen, dass die ursprünglichen Erfinder von Bitcoin sich bereichert hätten, denn die meisten Menschen, die früher in Bitcoin drin waren, die haben ihre Bitcoin mit der Zeit ausgegeben und es gibt wenig Leute, die seit damals an ihre Coins gehalten haben. Es war ja auch nicht abzusehen, dass Bitcoin so groß werden könnte. Wie gesagt, damals war das Netzwerk sehr angreifbar und sehr klein und man ist ein hohes Risiko eingegangen, seine Coins zu behalten und nicht zu einem gewissen Zeitpunkt zu verkaufen. Ja, wenn ich das doch selber gemacht habe, am Anfang, wo ist das Risiko, wenn ich das Ding selber mache am Anfang, und ich würde sagen, wer so genial war, das ist ja ein geniales System, haben Sie ja recht, dass er so ein System macht, der war doch noch klug genug zu sagen, da mache ich auch die Riesenkohle mit. Ist doch klar. Und Sie wissen ja gar nicht, wer was an wen verkauft hat. Das ist aber ja die Annahme, das ist ja gerade der Vorteil des Systems. Das heißt, wenn ich die geschaffen habe, habe ich die vielleicht an mich selber weiterverkauft. Das heißt, Sie können ja nicht nachvollziehen, wer das war. Und ich glaube, das muss man einfach den Leuten klar machen. Ihr macht an diesem Bereicherungsding mit. Und klar, es kann sein, dass... Das ist kein Bereicherungsding. Natürlich ist Bereicherung. Wenn ich am Anfang Bitcoin geschaffen habe, habe ich das für null gekriegt. Und wer so klug war, dass er dieses System geschaffen hat, dass der nicht gesehen hat, die Bereicherungsmöglichkeiten, also das glaube ich im Vordergrund nicht. Die USA hat letztes Jahr 52% Geldmengenausweitung auf M1-Ebene gehabt. 52%. Mit anderen Worten, ja, doch, das kann man recht, der offiziellen, aber das ist eine statistische Verirrung, weil die Geldmenge in den USA ist um 20% gestiegen. Ja, die Geldmenge M1 ist gestiegen, weil von der Geldmenge M2 Teile in Geldmenge M1. Also nein, das ist danach passiert. Das nein, ist danach glauben passiert. Sie mir, die Geldmenge M2 ist gestiegen. Ich schicke Ihnen die Grafiken, die werden später eingeblendet. Schicke ich Ihnen beide Vorfälle. Ich kann Ihnen auch den Kommentar der Notenbank geben, wo das genau erklärt wird, dass M2 Komponenten wurden M1 umgelagert. Und deswegen ist das weiß ich, dass danach passiert. Gestiegen. Die Geldmenge M2, die relevanter ist, ist aber auch gestiegen in den USA, 20%. Keine Frage. Ja. Aber trotz alledem selbst, also ich würde ja nicht ausschließen, dass wir in den USA inflationäre Risiken haben. Ist ja okay. Aber ich würde trotzdem lieber mein Geld in Dollar halten als in Bitcoin. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den USA eine Inflationsrate von 3 oder 4 oder 5% kriegen, ist da. Da würde ich nicht ausschließen. Aber mehr würde ich auch nicht sehen. Ja? Nein, aber Wahrscheinlichkeit, wenn ich aber jetzt Bitcoin kaufe für 30.000 Euro, dass ich ein Jahr von 15.000 habe, die ist auch da. Und da bin ich risikoscheu genug, dass ich sage, also mit 4-5% Inflation kann man umgehen, außerdem muss ich keine Dollar halten. Aber ich fände es sehr unschön, wenn ich jetzt plötzlich bloß noch die Hälfte hätte. Und das kann bei Bitcoin eben passieren. Aber darauf will ich nicht hinaus. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden. Die USA hat letztes Jahr alleine eine immense neue Geldmenge geschaffen. Und das allgemein seit eh und je, seit es den Dollar gibt, schafft die USA neues Geld und erzeugt damit und kauft damit Produkte aus dem Ausland. Dienstleistungen, Ressourcen und so weiter. Sie stört es, dass Leute, die früh an Bitcoin geglaubt haben, unter Umständen auch profitabel rausgehen, wenn sie dieses Risiko eingegangen sind, ignorieren aber, dass die USA ständig das Geld der Sparer vernichtet, um damit als zentrale Instanz wohlbestimmend Dienstleistungen und Ressourcen aus dem Ausland einzukaufen. Und das soll fair sein. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und im Endeffekt passiert das überall. Die Zentralbanken erzeugen neues Geld, nehmen das Geld den Sparern weg, verteilen es auf die Wirtschaftszweige, wo sie das für sinnvoll halten.
In den USA, diese ganze GameStop-Thematik hat eigentlich gezeigt, was da los ist. Da ist ein Hedgefonds, der immens Produkte shortet oder Aktien shortet und damit ein eigentlich immenses Risiko eingeht, aber auch dafür Milliardenbeträge einfährt. Und wenn dieses Risiko durch die Decke knallt, weil die Leute hingehen und sagen, ja, wir machen den Hedgefonds jetzt platt, wir kaufen das Ding einfach, dann geht der Staat hin und sagt, ja, wir fangen den Hedgefonds auf. Mit anderen Worten, der kann Risiken eingehen, Milliardenbeträge dafür einfahren, trägt diese Risiken aber nicht, weil der Staat sagt, ja, wenn das nicht aufgeht, dann fangen wir dich auf. Und das soll jetzt gerecht sein. Das soll gerechter sein wie ein System, wo ich reale Arbeit leisten muss, um dieses Geld zu bekommen, ein unveränderbares Geld in der Menge, in der maximalen Menge, das ist doch nicht fair. Das ist doch, wo ist denn hier der faire Vergleich? Es geht auch nicht um ein Risiko. Ich habe ja auch nie gesagt, gehen Sie hin und schmeißen Sie Ihr gesamtes Erspartes jetzt in Bitcoin rein. Sondern was ich zum Beispiel sagen würde ist, wenn man jetzt einen Sparplan macht und das jetzt mal auf die letzten 12 Jahre historisch bei Bitcoin betrachtet, dann hätte ich jetzt pro Jahr 200% gemacht, auf die 12 Jahre bezogen. Natürlich habe ich innerhalb dieser 12 Jahre Phasen, wo es hochgeht, wieder runtergeht. Aber alles in allem findet Bitcoin immer neue All-Time-Highs und wird immer neue All-Time-Lows finden. Und also höhere Lows finden. Und dementsprechend ist Bitcoin auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich der beste Wertespeicher, den diese Welt jemals gesehen hat. Weil die Bitcoin-Menge unveränderbar ist. Ja? Wie gesagt, ich bleib dabei. Bitcoin-Menge ist unverändert, aber die Welt der Kryptowährung ist groß. Der Erfindungsreichtum ist groß und ich würde. Wie wollen Sie denn mehr Sicherheit schaffen? Das Bitcoin, das allein Seligmachende bleibt. Das wäre aber wie wollen Sie mehr Sicherheit schaffen? Natürlich unwahrscheinlich, dass da keine neuen Ideen kommen in dem Bereich. Also, dass man sagt, einmal im Jahr 2009 hat jemand die Idee gehabt und da kommen jetzt in den nächsten 10 Jahren keine neuen Ideen. Und nochmal, also der Punkt, dass die Sparer enteignet werden, also das Geld vernichtet wird, das ist einfach Quatsch. Ja, wir hatten die Inflationsraten in den letzten vergangenen Jahren waren irgendwo bei 2% in allen großen Währungsräumen. Und das ist im historischen Vergleich außerordentlich niedrig. Das ist auch okay. Und deswegen also jetzt irgendwie immer das Bitcoin jetzt gegen dieses Geldsystem, diese staatlichen Geldsysteme zu vergleichen, das bringt einfach nichts. Und Sie werden ja auch nicht ernst behaupten, dass man jetzt mit Bitcoin das Weltwährungssystem oder dass man die großen Volkswirtschaften alle auf Bitcoin laufen lassen kann. Das wäre ein Witz. Das ist doch Quatsch, was zu sagen ist, wir haben Probleme mit den staatlichen Währungen. Bisher ist das gut gelaufen. Ja, und es ist nicht. Natürlich ist es gut gelaufen. Das stimmt doch einfach nicht. Inflationsraten waren in den vergangenen 10, 20, 25 Jahren weltweit sehr niedrig. Ja, es geht nicht nur um Inflationsraten. Dass die gestiegen sind, ist ein anderer Punkt. Das hat man aber auch nichts mit Inflation zu tun. Wie gesagt, wenn Sie die Immobilien reinnehmen, dann hat derjenige, der in den letzten 15 Jahren Immobilien gekauft hat, in der eigenen billigen Wohnung hat umsonst gelebt. Dann ist die Inflationsrate negativ. Also das Argument, dass die Assetpreise nicht drin sind, passt gar nicht. Darf ich vielleicht an der Stelle kurz eingrätschen? Wir sind jetzt sehr stark auf diesem Punkt Geldsystem. Vielleicht so ein bisschen zur Timeline. Vielleicht können wir so vorgehen. Roman, kannst du noch mal drauf eingehen? Warum kann ich einfach eine andere Kryptowährung Bitcoin ablösen? Das war ja auch ein zentraler Vorwurf von Herrn Dr. Bofinger. Und dann würden wir uns am Schluss noch mal den Punkt Energiebedarf anschauen. Ja, weil Energie eine weil Bitcoin eine Zusammenfassung aus Energie und Zeit ist. Also ich muss Energie über einen gewissen Zeitraum erbringen. Und wir werden nichts Elementares unter Energie finden. Ja, also das ist der große Punkt bei Bitcoin. Bitcoin bedient sich an den Grundthematiken. Und es ist auch nicht so, dass Bitcoin einmal 2009 von irgendeinem Dude erfunden wurde und jetzt ist es da, sondern es ist eigentlich eine Erfindung, die über viele Jahre entstanden ist und die sich an vielen Thematiken der Informatik bedient. Bitcoin ist ein Zusammenschluss an vielen Protokollen, an vielen Verschlüsselungsmechanismen, die über 40, 50 Jahre entwickelt wurden und teilweise sogar in das Mittelalter zurückreichen. Und am Ende waren mehrere Versuche vor Bitcoin gescheitert, die nämlich sich an genau den Thematiken bedient haben, an denen sich heute andere Kryptowährungen neben Bitcoin bedienen. Es gibt auf elementarer Ebene, wenn wir wirklich etwas schaffen wollen, was so selten ist wie ein Realweltrohstoff, dann müssen wir es schaffen, Realweltwerte in seltener Form in die Blockchain zu bringen. Und das schaffen wir nun mal nicht, das zu verhindern, wie bei einem Netzwerk wie Ethereum oder so, wo ich in der Lage bin, die Coins einfach zu kaufen, indem ich neues Geld drucke, mir immer mehr Macht in diesem Netzwerk hole und mir niemand mehr diese Macht abnehmen kann. Wenn ich Rechenleistung bei Bitcoin habe, heißt das, ich muss wenn ich eine exponierte Machtstellung in diesem
diesem Netzwerk haben möchte, über den Zeitraum, wo ich diese Machtstellung haben will, diese Rechenleistung oben halten. Und kommt irgendwann auf dem anderen Ende der Erde jemand und schaltet seine Rechenleistung hinzu, verringert er automatisch meine Macht in diesem Netzwerk. Und das ist ein Prozess, der lässt sich auf fundamentaler Ebene nicht mehr verändern. Das ist auch nichts, wo wir mit einer anderen Kryptowährung nochmal drunter kommen würden. Bitcoin hat sich am untersten Ebene, an wirklich der Ebene bedient, woraus das Universum, woraus wir alle, alles besteht und alles funktioniert. Es gibt darunter nichts mehr. Ich wüsste nicht, was wir jetzt außer Energie und Zeit noch als Ressource nehmen könnten, um dieses Oracle-Problem, wir bringen real ein Realgut in die Blockchain, um diese abzusichern, erschaffen könnten. Es gibt einfach nichts mehr darunter. Ja? Und jedes gute Geld muss aus einer vorangegangenen Arbeitsleistung entstanden sein. Jedes Geld, welches nicht aus einer Arbeitsleistung vorangegangen ist oder entstanden ist, wird irgendwann den Inflationstod sterben. Und das haben wir auch in der Historie der Menschheit schon abermale gesehen, wo Muscheln oder irgendwas als Geld funktioniert haben und jemand extern gekommen ist und diese Völker mit Muscheln oder was auch immer dort als Geld akzeptiert war, überhäuft hat und das Ganze scheitern lassen hat. Und jedes Geld, was wirklich selten zu bekommen war, war das Geld, was eigentlich am längsten funktioniert hat. Und jedes Geld, was vor allem frei genutzt wurde. Am Ende sollten wir aber auf den Punkt Energieverbrauch kommen, denn auch dort gibt es, denke ich, ein bisschen Unklarheit gerade, denn natürlich verbraucht Bitcoin enorme Mengen an Energie und natürlich ist es ein Problem, über das wir reden sollten. Ich tue ja nicht so, als wäre das Problem nicht vorhanden oder ignoriere dieses Problem. Ich denke, wir sollten uns diesem Problem stellen. Aber um das zu tun, sollten wir uns auch alle Aspekte anschauen, die damit reinspielen. Denn häufig wird in den Medien gesagt, Bitcoin bestehe nur aus verschmutzender Energie, Energie, die nicht gut ist, oder die erneuerbare Energie könnte besser an anderen Orten und Stellen genutzt werden. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass Bitcoin immer mehr zunehmend aus erneuerbarer Energie erzeugt wird, die vor allem überschüssig produziert wurde, weil diese Energie einfach am günstigsten ist. Denn das Spiel der Miner, die ja diese Energie verbrauchen, ist, je effizienter ich die Energie in Hashrate umwandle, desto größer ist mein Wettbewerbsvorteil vor allen anderen Teilnehmern. Das heißt, wenn ich jetzt Kohlestrom benutze, habe ich dafür zu zahlen, weil den nehmen auch andere ab. Wenn ich mich jetzt aber irgendwo in die Sahara setze, wo vielleicht Strom produziert wird, der kaum Abnehmer findet, oder wo es Phasen gibt, wo mehr Strom produziert wird, als es Abnehmer gibt, dann kann ich jetzt als Miner diesen extrem günstigen Strom abnehmen, verdiene damit mehr Bitcoin wie andere und schaffe es sogar, diesen Stromversorger jetzt mit Geld zu finanzieren, während er sonst diese Energie hätte wieder an die Umwelt abgeben müssen. Das heißt, wir fördern mit Bitcoin, mit dem Betrieb sogar auf kurz über lang erneuerbare Energien. Und mittlerweile ist es so, dass 39% des Bitcoin-Netzwerks aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und da gibt es eine umfangreiche Studie der Cambridge University zu. Die kann man hier vielleicht einmal dann später kurz einblenden. Also ich würde mal sagen, dass man in einer Zeit, wo man den Klimawandel mit all seinen Problemen hat, dass man Unmengen von Energie verwendet, um so ein Casino am Laufen zu halten, das finde ich schon irgendwie problematisch. Ja, und auf der anderen Seite, was Sie ja auch sagen, in 30 Jahren ist vielleicht Energie gar nicht mehr knapp. Nicht? Natürlich haben wir die Sahara, wir haben die Energie in der Welt ist eigentlich kein Problem. Ja, das heißt also, diese Knappheit, die Sie behaupten, die man jetzt längerfristig braucht, damit das Ding irgendwie am Laufen bleibt, die kann in 30 Jahren weg sein. Ich bin da sehr, sehr optimistisch, wie Sie sagen, dass Sahara, die Energiepotenzial der Welt sind unbegrenzt. Ja, das ist also überhaupt nicht das Thema. Natürlich, die Technologien sind da, das dauert ein bisschen. Und Sie sagen es ja selber, in der Sahara ist genug da. Wo ist das Problem? Das muss man nur... Nein, das habe ich nicht gesagt. Der zweite Punkt, Sie sagen, alle Währungen, die nicht auf Arbeit bestehen, gehen kaputt. Das stimmt einfach nicht. Wenn Sie einen Dollar nehmen, das Pfund Sterling, den Schweizer Franken, es gibt viele Währungen, die über Jahrhunderte hinweg gelaufen sind. Die haben mal ein bisschen Inflation gehabt, mal ein bisschen weniger. Aber insgesamt, dass man sagt, eine Währung, die nicht auf Arbeit gegründet ist, die hält sich nicht, stimmt einfach nicht. Also wir sehen es in vielen anderen Ländern, da scheitern gerade genau diese Währungen. Da sind wahrscheinlich auch die Gegebenheiten ein bisschen anders gewesen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Länder mittlerweile im internationalen Raum sich lieber für Bitcoin entscheiden, statt für den US-Dollar, weil sie dort vielleicht auch nicht mehr mitspielen dürfen. Das ist ja schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass Bitcoin nach nur 12 Jahren es schafft, eine internationale Währung werden zu können, die vielleicht auch irgendwann mehr Beliebtheit erfährt wie der US-Dollar. Aber nochmal, um auf das Energie
Energiethema zurückzukommen. Also nochmal, Energie, das ist Physik, Grundverständnis. Energie können wir nicht aus dem Nichts erzeugen. Und es gibt nicht unendlich viel Energie. Energie ist im geschlossenen Raum begrenzt. Natürlich haben wir die Sonne und können Energie der Sonne auffangen in Form von Solarenergie oder so. Aber wir müssen Geräte beschaffen können, die das auch schaffen und die diese Energie umwandeln können in unseren Strom, den wir dann letzten Endes brauchen. Und das ist tatsächlich begrenzt. Das heißt, wir werden immer diese Begrenzung haben. Und am Ende ist auch nur die Frage, wie viel Energie wird dann letzten Endes für Bitcoin aufgewendet? Weil ich bin auch hier nochmal bei dem Thema, du brauchst spezielle Hardware, um diese Energie umzuwandeln in die Hashrate von Bitcoin. Bedeutet, wir können nicht einfach sagen, naja, nur weil Energie da ist, haben wir jetzt auch die nötige Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Also da fehlt es noch an einer Komponente, das auch umwandeln zu können. Das heißt, jemand, der diese Geräte baut, die ja zunehmend auch effizienter werden, muss man dazu sagen. Das heißt, die Sicherheit des Netzwerks, die Hashrate, steigt exponentiell zum Energieverbrauch an. Zum Teil ist er sogar rückläufig in manchen Phasen, da eben neue Hardware, die deutlich effizienter ist, einfach die alte Hardware ablöst und diese dann abgeschaltet wird. So haben wir auch einen ständig neuen Wettkampf eigentlich der Teilnehmer in diesem Netzwerk, Energie möglichst effizient umzuwandeln in diese Rechenleistungen. Und tatsächlich ist es nichts, wo man sagen könnte, nur weil jemand jetzt viel Energie hat, einmalig, könnte er damit alles kontrollieren. Also man muss sie auch umwandeln können schon irgendwie. Ja? Also ich bleibe dabei, in Zeiten des Klimawandels finde ich es eine Katastrophe, dass man riesige Energiebedarfe schafft für ein Casino, das die Welt eigentlich nicht braucht. Okay, mal eine andere Sache. Das noch einen Punkt bringen. Ja, also ich finde das aber gut, dass Sie das sagen. Gäbe, wenn es kein Bitcoin gäbe, was würde der Welt denn fehlen? Ja. Ein freies Geld, welches jeder Mensch auf diesem Planeten nutzen kann. 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben keinen Zugang zu einem Bankkonto, werden aber in Zukunft dank Starlink und anderen möglich. Aber das ist doch nicht Bitcoin die Lösung. Da gibt's doch, natürlich. Nein, da gibt es ja in vielen Ländern gibt es das bereits. Es gibt Telefon- und Mobilfunknetze, über die kann man das wunderbar machen. Da braucht man überhaupt kein Bitcoin dafür. Das ist M-Pesa in Kenia, wird in ganz vielen Schwellenländern verwendet. Also Bitcoin ist überhaupt nicht die Antwort für sowas. Sie brauchen ein Telefonnetz und dann können sie das Telefonnetz die Leute ins Geld bringen. Da brauche ich überhaupt kein Bitcoin. Und was macht ein Land, was von den USA von diesen Geldsystemen ausgeschlossen wird? Jedes Land kann für sich sein Geldsystem, die Telefonnetzsysteme können sie im eigenen Land machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das kann sein, aber ich kann deswegen trotzdem keine internationalen Handel. Ganz viele haben ihre eigenen Telefonnetzsysteme. Heute die USA nicht. Ich kann trotzdem keinen internationalen Handel machen dann. Bitte? Aber Herr Dr. Buffinger, Roman, vielleicht wollen wir an der Stelle einen Punkt setzen. Wir haben ja sehr, sehr viele Themen gestriffen. Ich würde aber tatsächlich gerne eine Sache noch ausführen. Ja? Okay. Die ist mir relativ wichtig, denn ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin die einzige Lösung ist, unseren Klimawandel in den Griff zu bekommen. Okay. Das mag jetzt ambivalent klingen, aber das möchte ich Ihnen erläutern. Und ich meine das auch nicht böse. Ich will ja nicht einfach nur was gegen sie sagen, sondern die Dinge ihnen näher bringen, die ich über viele Jahre selber lernen musste, weil ich habe mal ähnlich gedacht wie sie, aber ich bin halt irgendwann über gewisse Punkte überzeugt worden und es ist halt tatsächlich so, wie ich das vorhin erklärt hatte, Bitcoin fördert diese erneuerbare Energie eigentlich, was natürlich heute noch nicht im vollen Umfang passiert, keine Frage, aber die Tendenz ist definitiv dahingehend, dass Bitcoin immer mehr erneuerbare Energie fördert und mittlerweile sogar Anbieter kommen, die erneuerbare Energie speziell für Bitcoin an Punkten aufbauen wollen, wo es derzeit noch keine Abnehmer gibt und dann irgendwann auch Infrastruktur bauen könnten, diese in Ballungsgebiete zu liefern. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Prozess notwendig ist, weil wir werden es niemals schaffen, mit Gesetzen ein totalitäres System wie China daran zu hindern, Unmengen an fossilen Brennstoffen oder sonst was in die Umwelt zu blasen. Am Ende wird Bitcoin das dadurch schaffen, dass es ohne Realweltgesetze durch ein ganz simples Angebots-Nachfragespiel, durch ganz simplen Kapitalismus es schafft, diese Welt zu einem grüneren Ort zu machen. Einfach nur dadurch, dass erneuerbare Energien die Energien sind, die sich am meisten lohnen und weil ich Bitcoin-Mining überall betreiben kann und nicht an Ballungsgebiete geknüpft bin oder davon abhängig bin. Und das können Sie gerne nachprüfen. Ich kann Ihnen später ca. 20 Links zu diesem Thema geben. Alles zitierwürdige Quellen, die man heranziehen kann, wie die University of Cambridge, die solche Thematiken aufgreifen und erklären. Ja, kann ich gerne machen. Herr Dr. Buffinger, Sie haben das Schlusswort. Ja, also dass man jetzt sagt, Bitcoin ist auch noch gut fürs Klima, das finde ich spannend. Denn wie gesagt, zunächst mal ist da irrer Energieverbrauch und dass man erneuerbare Energien fördert, ist ja auch da. Und China ist auch das Land, das übrigens die meisten Investitionen in erneuerbare Energien macht. Und da brauchst du Gott sei Dank nicht Bitcoin dafür. Und also denke, damit überschätzt man einfach die Potenziale von Bitcoin. Und wie gesagt, es ist einfach
ein riesiger Ressourcenverbrauch, der da ist. Es ist ein System, das in meinen Augen ein Casino ist. Es ist ein System, das eine Bereicherung für diejenigen ist, die das geschaffen haben. Und ich weiß nicht, was Bitcoin der Welt wirklich bringt. Man kann zusammenfassen, es ist eine riesige Spekulation gegen den US-Dollar, gegen das Fiat-Geldsystem. Wir haben ein System, was komplett konträr ist, was dezentral ist, wo wir deflationäre Tendenzen haben. Aber es ist auch eine junge Technologie, eine junge Kryptowährung mit enormen Schwankungen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und natürlich auch diversen Risiken, die wir, denke ich, heute jetzt ausschöpfend hier, zumindest mal in groben Zügen, diskutiert haben. An alle, die das Video sehen, lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Video fandet, ob euch noch Themen fehlen. Dann können wir gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Und auch eine Empfehlung, schaut doch mal beim Roman vorbei, Blocktrainer-Kanal. Das ist wirklich Deep Dive, also das muss man schon wollen. Da geht's dann tief in die Materie rein. Jeder, der sich damit mal ausführlich beschäftigen möchte, gern den Kanal abonnieren und mal vorbeischauen. Ich darf mich jetzt ganz herzlich bedanken bei meinen zwei Gästen, Herr Professor Dr. Bofinger, Roman, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet waren. Danke für die Einladung.